durch die Autobahn 100 und ich bin den Autobahngegnern dankbar, dass sie hier sind. Auch durch die Autobahn 100 werden Hunderttausende von Menschen in den Regionen durch zusätzliche Staus, durch zusätzlichen Feinstaub zusätzlich belastet werden. Und deshalb sagen wir auch ganz deutlich als Naturfreunde, und ich hoffe auf eure Unterstützung, wir unterstützen die Initiative bis Nein zur A100 und wollen dieses unsinnige Verkehrsprojekt beenden in Berlin. Liebe Freundinnen und Freunde, die Verkehrspolitik von Berlin, sowohl durch die Flughafenplanung als auch durch die Autobahnplanung, wird zusätzlichen Feinstaub in diese Stadt bringen. Und deshalb, wir werden uns nicht gefallen lassen, dass ihr systematisch unsere Gesundheit zerstören wollt. Aber liebe Freundinnen und Freunde, mit Schall und Rauch wollen wir auch deutlich machen, dass wir Nein sagen zur A100. Die A100 ist die dümmste und die teuerste Autobahn, die in Deutschland gebaut werden soll. Es ist eine Verkehrsplanung der 30er Jahre, wenn man sich Berlin mal anschaut, wo die damaligen autofreundlichen Leute davon träumten, dass der Inbegriff der Verkehrspolitik sei, dass die Städte autogerecht erschlossen werden. Das, was wir heute mit der A100 erleben, ist die Umsetzung des sogenannten Berliner Innenstadtrings, der in den 30er Jahren gebaut werden sollte. Wir machen deutlich, wir wollen diese teuerste aller deutschen Autobahnen, wo ein Kilometer 156 Millionen Euro kosten wird, nicht haben. Und wir wollen den Menschen in Friedrichshain-Kreuzberg, den Menschen, die direkt betroffen sind von den zusätzlichen Staus, die dadurch entstehen, dass Autos bewusst in die Innenstadt gezogen werden, unsere Solidarität entgegenbringen. Die Autobahn ist ein Nachtflug mit Autos auf vier Rädern und zudem sagen wir genauso Nein wie zum Nachtflug über die Möglichkeiten des Flughafens. Liebe Freundinnen und Freunde, Alleine mit dem Geld, das die A100 verschlingen wird, könnten in Berlin über 120 Kilometer Straßenbahnen gebaut werden. Straßenbahnen, die klimafreundlich wären, die wesentlich mehr Menschen durch die Stadt bringen und die zugleich dazu beitragen, dass diese Stadt ein Stückchen wieder lebenswerter wird. Deswegen fordern wir von allen, die in die Regierung kommen, ich sage von allen, wer in die Bundesregierung kommt, hat diese Schwachsinnsautobahn zu stoppen und das Geld in Berlin für einen vernünftigen öffentlichen Personennahverkehr umzulenken. Lasst uns gemeinsam den Herrschenden im Kanzleramt wie auch im Roten Rathaus entgegenrufen. Ihr denkt, wenn ihr uns beschimpft, dass wir beleidigt uns zurückziehen. Nein, wir werden aufrecht gehen und eure falsche Politik bekämpfen. Ihr denkt, wenn ihr unsere Argumente für falsch und für blöd erklärt und Lügen verbreitet, werden wir schweigen. Nein, wir werden eure Lügen aufdecken und euch inhaltlich widerlegen. Ihr denkt, wenn ihr lange genug falsche Politik macht, werden wir müde. Nein, wir werden heute, wenn es sein muss, später mit unseren Kindern gemeinsam gegen eure falsche Politik kämpfen. Und ihr denkt, wir lassen euch gewähren. Nein, wer unsere Zukunft gefährdet, den setzen wir uns in Widerstand entgegen. Lasst uns gemeinsam kämpfen, lasst uns gemeinsam zivilen Ungehorsam entwickeln und lasst uns gleich, wer regiert, sie nicht in Ruhe schlafen können, damit diese Gesellschaft endlich anders wird. Dankeschön. In Berlin wird eine Autobahn gebaut, die in den 50er Jahren geplant wurde, als die autogerechte Stadt noch das unumstrittene Leitbild der Stadtentwicklung war. Mit 150 Millionen Euro pro Kilometer wird das die teuerste Autobahn der Republik. Und wir wissen, in Stuttgart und Berlin können sich die jetzigen Planungskosten locker verdoppeln. Auch deshalb Schluss mit diesem Unsinn in Stuttgart und in Berlin. Nur mit einer anderen Politik, nicht mit mehr Geld, gibt es eine klima- und menschenfreundliche Alternative. Nach dem Ausbau der Eisenbahnstrecke zwischen Hamburg und Berlin.